Schönen guten Morgen, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserer heutigen Pressekonferenz zusammen mit den Spitzen der Freiheitlichen Partei, den Stellvertreterinnen Uli Meyer, Landtagsabgeordnete, sowie der Stellvertreterin Sabine Zoderer, unserem Generalsekretär Dr. Otto Malknecht und dem Obmann der Freiheitlichen Jugend Oskar Fellin. Wir haben in den letzten Tagen in Südtirol ein Chaos sondergleichen erlebt. Die Bevölkerung ist verunsichert. Die Kommunikation zur Ausbreitung der Pandemie, zu den Herausforderungen, die wir heuer im Winter haben, ist von Seiten der Südtiroler Landesregierung katastrophal. Es hat den Anschein, als wären die Pandemiepläne, die man für den Winter erarbeitet hat, entweder nicht kommuniziert worden oder sie wurden einfach nicht gemacht. Denn einen anderen Eindruck kann man vom Agieren der letzten Tage und Wochen nicht bekommen. Wir sind jetzt in einer Phase, wo wir auch durch die nationalen und staatlichen Regelungen ja bereits in einer Lockdown-Phase drinnen sind. Es will zwar keiner direkt aussprechen, wir befinden uns bereits in einem Teil-Lockdown. Einzelne Gemeinden wurden von der Südtiroler Landesregierung in den letzten Tagen in einen effektiven Lockdown geschickt und die staatliche Regierung wird in den nächsten Tagen oder spätestens zu Beginn der nächsten Woche dann auch entscheiden, ob es auch zu einem staatlichen Lockdown kommen wird. Es bleibt uns im Südtiroler Landtag nicht viel übrig, angesichts der staatlichen Regelungen hier einen Sonderweg zu fahren. Die Landesregierung und die Südtiroler Volkspartei und die Lega haben es verabsäumt, den Landtag mit einzubauen. Es wurde alles im stillen Kämmerchen ausgemacht und beschlossen. Ich glaube, dass sogar die Parteien, die ich angesprochen habe, dass auch hier nicht effektiv eine gute Kommunikation stattgefunden hat zwischen Landesregierung und den einzelnen Abgeordneten. Die Demokratie ist bereits angeschlagen und ausgehöhlt. Man fordert uns zwar auf, mitzutragen und die Entscheidungen zu kommunizieren und an einem Strang zu ziehen, doch wer wirklich gemeinsam diese Herausforderung stemmen will, der muss auch alle Akteure mit einbinden und nicht Einzeldekrete hastig und chaotisch erlassen, die sich dreimal am Tag ändern. Wir haben jetzt, um zumindest die Kollateralschäden so gering wie möglich zu halten und um nicht auch bei den Maßnahmen, bei den wirtschaftlichen und sozialen Maßnahmen hinterher zu hinken, so wie wir es im März und im April getan haben, denn da lasse ich es mir ja noch gefallen, da wir überrascht worden sind und zu wenig vorbereitet waren. Aber dass wir jetzt im Winter dasselbe Spiel nochmals erleben, dass man hinterherhinkt bei jeder einzelnen Maßnahme, das kann es einfach nicht sein. Und wir fordern daher, dass die Lohnausgleichskasse sofort verlängert wird, dass das Rahmenabkommen vom 31. März und 1. April, das ja bereits am 10. Juni verlängert worden ist, dass man das jetzt sofort wieder neu verhandelt. Es muss erhöht werden, aber es muss auch die Möglichkeit bestehen, einzelne Tage und einzelne Wochen zu kumulieren. Wir müssen den Leuten draußen helfen, wenn die Landesregierung schon das Arbeiten verbietet, die Tätigkeit verbietet, dann muss parallel dazu sofort auch an die Maßnahmen gedacht werden und die Maßnahmen vor allem auch gleich schon umgesetzt werden. Für die Wirtschaft und vor allem für die Selbstständigen, die Unternehmen und Betriebe, in erster Linie Gastronomie, aber auch viele andere, die dazugehören und aufgrund der Lockdowns bzw. der bereits jetzt bestehenden Verbote nicht arbeiten können bzw. ihre Tätigkeit entweder ganz einstellen oder zum Teil einstellen müssen, dass man diesen Unternehmen, ähnlich wie es auch unsere Nachbarländer machen, eine Vergütung von 75% des Bruttoerlöses im Vorjahr zur Verfügung stellt. Das heißt, man berechnet genau jene Wochen, jenen Zeitraum, zum Beispiel eben den November 2019 und gibt den
betrieben 75% des Umsatzes. Warum? Weil dann auch die Fixkosten abgedeckt sind, die ja weiterlaufen. Das hat ja nichts mit dem Einkommen und mit dem Gewinn zu tun, sondern dass auch die Fixkosten damit abgedeckt werden können. Aber auch, dass die Betriebe ihre Angestellten weiter halten können, beziehungsweise auch den Lohnausgleich selbst übernehmen können. Diese 75% sind relativ niedrig angesetzt. Es gibt ja auch in Österreich eine ähnliche Maßnahme, die 80% vorsieht. Uns ist bewusst, dass wir hier natürlich die staatlichen Maßnahmen, die hoffentlich noch kommen werden, damit verrechnen muss. Das heißt, dass die anderen Maßnahmen, die begleitenden, dann in diesen Beitrag abgerechnet werden, aber das Land jene Summe draufsetzt, um auf die 75% des Umsatzes des Vorjahres zu kommen. Eine Einschneidung des Bürgerrechts erleben wir mit dieser Ausgangssperre ab 22 Uhr, die ja jetzt laufend zurückgefahren werden soll. Man hört jetzt schon in staatlichen Medien, dass die Ausgangssperre auf 18 Uhr heruntergesetzt werden soll. Und da muss man sich schon einmal fragen, wenn wir die ganzen Maßnahmen haben, die Hygienemaßnahmen, die Abstandsregeln, das Verbot, mehrere Leute aus anderen Haushalten zu treffen, dass wir dann, die gelten ja den ganzen Tag über, dass wir dann auch noch eine Ausgangssperre haben und so stark und tief in die bürgerliche Freiheit eingreifen, das geht einfach nicht. Da wehren wir Freiheitliche uns, denn wir müssen schon einmal die Relation auch sehen, wer verbietet es mir, nach 18 Uhr oder nach 22 Uhr entweder zur eigenen Partnerin zu fahren. Es sind viele Beziehungen in unserem Land, die eben nicht, viele Paare in unserem Land, die nicht im gleichen Haushalt leben und sich untertags ständig sehen können. Warum soll das nach 18 oder 22 Uhr nicht möglich sein? Und auch generell glauben wir, dass damit ja auch die ganzen restlichen Maßnahmen konterkariert werden, denn dann müsste das ja für den ganzen Tag gelten, wenn es einen Sinn für die Pandemie hätte und nicht erst ab 18 Uhr oder ab 22 Uhr. Ein Aspekt der Menschlichkeit, den wir einbringen, das betrifft vor allem die tragische Situation in den Palliativzentren und in den Seniorenheimen. Es sind in Südtirol bereits viel zu viele Menschen isoliert und alleine gestorben, ohne dass sich Angehörige von den Personen verabschieden konnten, ohne dass den sterbenden Personen die Hand gehalten wurde. Ich glaube, eine Gesellschaft, die auf christlich-humanistischen Werten basiert, die sich rühmt, auch sozial zu sein, darf hier nicht wegschauen und darf so etwas nicht tolerieren. Uns ist bewusst, dass die Senioren zur Risikogruppe zählen und es ist auch ganz klar, dass die Organisation so gestaltet werden muss, dass natürlich die restlichen Bereiche der Einrichtungen geschützt sind. Aber hier muss wirklich auch von der Landesregierung klar die Botschaft kommen, dass die engen Angehörigen oder enge Freunde sich von sterbenden Menschen verabschieden und sie begleiten können. Hier ist auch eine bestimmte Courage gefragt, dass man das als Landesregierung klar kommuniziert und nicht die Verantwortung auf die Leiter der Seniorenheime abwälzt, die im ständigen Dilemma sind, wie schütze ich meine Patienten und wie kann ich gleichzeitig auch eine bestimmte Menschlichkeit zulassen. Und hier muss die Verantwortung herausgenommen werden und dass man wirklich auf das eigene Risiko auch der jeweiligen Angehörigen pocht. Und es geht hier nicht darum, um gesunde Senioren regelmäßig zu besuchen, sondern wirklich jene, deren Lebenszeit bereits eingeschränkt ist und die als Palliativpatienten nicht mehr lange zu leben haben. Ein weiterer Punkt, der vor allem die Eltern betrifft, aber genauso eben Kinder und Jugendliche. Es hat immer geheißen, dass Arbeit, Schule und Bildung offen gehalten wird, beibehalten wird, egal wie ein Lockdown auszusehen hat. Wir sehen jetzt bei jenen Gemeinden, die
von der Landesregierung bereits in den Lockdown geschickt worden sind, dass hier auch die Schulen und Betreuungseinrichtungen für Kinder geschlossen worden sind. Die Schulen sind nun mal eine zentrale Säule unseres gesellschaftlichen Lebens, und in dem Moment, wo Kinder und Jugendliche wieder zu Hause sind, so wie sie es in den langen Wochen im Frühjahr waren, nehmen nicht nur die Kinder und Jugendlichen Schaden, sondern auch die Eltern werden komplett überfordert, da sie ja vor allem nicht nur also berufstätige Eltern, aber vor allem auch Alleinerziehende, die dann automatisch auch die Probleme haben, wie betreuen sie ihre Kinder und Jugendlichen, und zugleich dürfen sie eben arbeiten gehen oder sollen arbeiten gehen und möchten arbeiten gehen und sind hier in einer Herausforderung, sehen sich einer Herausforderung konfrontiert, die sie nicht stemmen können. Das Problem dabei ist, dass hier auch die sogenannte Sonderelternzeit nicht gültig ist, denn die gilt nur, die kann jemand nur in Anspruch nehmen, wenn ein staatlicher Lockdown verhängt wird. Hingegen, wenn die Landesregierung jetzt einzelne Gemeinden schließt und die Eltern sozusagen ihre Elternzeit notwendig bräuchten, können sie nicht in Anspruch nehmen. Das heißt, entweder, uns wäre es am liebsten, die Schulen und Bildungseinrichtungen bleiben offen. Wenn die Landesregierung hier eine andere Strategie fährt und das nicht, uns hier nicht nachkommen will und entgegenkommen will, dann muss sie es wenigstens garantieren, dass jene Eltern, die berufstätige Eltern, die davon betroffen sind, diese Sonderelternzeit bekommt. Und hier gilt es sofort, jetzt schon nachzuverhandeln mit dem Staat, dass diese Möglichkeit eben für die einzelnen Gemeinden auch besteht, die in den Lockdown geschickt werden und nicht nur für die staatliche Ebene, für den gesamten Lockdown. Insgesamt, wenn wir die Situation bewerten, dann fällt es mir wirklich schwer, hier auch die Entscheidungen, die die Landesregierung abseits von jeder Diskussion, sei es parlamentarischen oder auch öffentlichen Diskussion, trifft, mitzutragen, da wir wirklich uns im Umgang mit den Menschen und mit den Situationen, die wir haben, tagtäglich auf mehr Unverständnis stoßen und treffen. Und es ist das Schlimmste, was in so einer Pandemie passieren kann, wenn wir wirklich die Herausforderungen haben, dass die Krankenhäuser überfordert werden, dass wir nicht imstande sind, die Infektionen in einem Rahmen zu halten, der unser gesellschaftliches Leben ermöglicht, dass dann auch noch das Vertrauen in die Politik und Verwaltung durch so eine fahrlässige Art und Weise und so eine schlechte Kommunikation gefährdet wird. Ich glaube, das ist dann noch, das ist wie Feuer, wie Benzin ins Feuer zu gießen und die Situation einfach noch stärker zu verschlechtern.